Hallo, herzlich willkommen zu mir und meinem Stream heute hier. Wir spielen heute was ganz Besonderes, eine Mischung aus Among Us und Phasmophobia. Der Titel heißt Masks of Deception. Und viel sieht man hier noch nicht. Na, okay, eine Maske schält sich aus dem Hintergrund. Was aber ganz wichtig ist in diesem Spiel, sind die Erklärungen. Ich versuche es euch mal so ein bisschen kurz einmal zu zeigen, wie viel im Spiel wirklich auf euch wartet. Hier sind die ganzen Items. Ich habe es mir gerade schon durchgelesen. Einige davon sind sehr, sehr wichtig. Andere davon werde ich wahrscheinlich auch nach dem 100. Mal immer noch nicht ganz verstanden haben. Viele davon kennen wir auch schon aus Spielen wie Phasmophobia oder Ghost Exile, was wir ja gestern gespielt haben. Richtig kompliziert wird es meiner Ansicht nach, aber sobald man hier auf das Pentagramm drückt, dann kommen nämlich hier die ganzen Dämonen und Beschwörungen und Gerüche und Emotionen und Farben, die damit assoziiert sind. Und ich denke mir die ganze Zeit nur, ach komm ey, das Einzige, was ich kenne, ist der Succubus. Das ist wirklich die einzige Sache, die ich kenne. Naja, Response to Candle, yes. Das ist natürlich später wieder wichtig, um die Geister zu identifizieren. Und jetzt kommt der Clou, meine Freunde. Das sind nicht einfach nur irgendwelche computergesteuerten Geister oder Besessene, sondern es sind Teile der eigenen Gruppe. Das eigene Team kämpft gegen einen und wir werden das heute versuchen. Hey. In einer kleinen, nur einstündigen Session. Ich sag's schon mal, ich erwarte jetzt nicht den absoluten Skill-Overkill. Das liegt wahrscheinlich eher daran, dass jetzt auch noch einige Leute dabei sind, die es auch noch nicht kennen, so wie ich. Zumindest hoffe ich das, damit ich nicht der Einzige bin. Und ansonsten warten wir jetzt nur noch auf die Kollegen, die sich jetzt gerade schon zusammen quatschen. Okay, so, dann gehen wir mal rein. Ich bin sehr gespannt. Und dann gucken wir jetzt mal, dass wir auch in-game sprechen. Das soll nämlich auch überarbeitet sein. Let's go. Muten. Okay, let's go. So, jetzt bin ich gemutet. Zumindest für Discord. Mute, mute, mute. Ja, ich bin gemutet. Okay. Das ist ja V, oder? Schade. V, ne? V. Aber man muss ja mal drücken. Das ist so man muss drücken. Hört ihr mich? Hey, bisschen Positivity. Hört ihr mich jetzt? Ich drücke nicht. Hört ihr mich jetzt? Positivity. Positivity. Das sieht so ein bisschen schön aus, oder? Ja. Alles so schön milchig. So, ich nehme mal wieder meine Sachen. Auf jeden Fall die Flashlight. Okay, ich nehme mir auch mal den Kram. Auf der Linse. So, und hier könnt ihr jetzt quasi links und rechts zuordnen, was wir halten wollen. Okay, eine Lampe. Wo stehen denn die nochmal die Radio? Die Settings, also was drücke ich nochmal für hier, Mann. Radio oder wie auch immer. Achso, du musst das auf T. Wo seht ihr das? R ist Radio. Ich suche gerade mein... R ist Radio. Ja, R ist Radio. Was ist Taschenlampe? Radio ist halt immer automatisch... Ja, aber Lara, du musst ein Radio erst auswählen. Ja, aber wo seht ihr das, dass man das drücken muss? Ja, das steht nee, das ist Regel in Videogames. R ist immer für Radio. Da steht ja alles. Das Coole ist, wir können jetzt die Game Sounds endlich ein bisschen leiser stellen. Das ging nämlich letztes Mal nicht. Ich würde sagen, da einer von uns ja ein Schwein ist, bleibe ich mal bei Lara. Das heißt, das im Zweierteam, ja. Es wurde auch ein bisschen was geändert. Jeder kann jetzt nur noch 5 Sachen tragen. Ah, das okay. Ist wichtig für den Dämon, weil er muss ja 3 Bücher tragen. Die zählen auch dazu. What? Du bist wieder robotermäßig. Illegal. Ihr seid alle so ein bisschen robomäßig. Ich wollte es nur erwähnt haben. Okay. Gut, selber robomäßig. Also unsere Aufgabe jetzt ich's verstanden, ist darin, dass wir uns schnellstmöglich da aufmachen und den Dämonen ermitteln, weil gegen später kommen nämlich so gruselige Schattenmenschen, die uns noch zusätzlich random, schwer ne? machen. Die Zeit, wann die kommen, die das ist jetzt kein Meta, okay, aber warum? Random. Also wie erkennt man, dass man also Dämon ist? Also kriegt man es angezeigt? Jo, könnt ihr mich hören auf der Frequenz? Ja, Tess, hört ihr mich auch? Die sagen ja, du bist Imposter. Ich hören. Danke, over. Du hier mich, Simon? Machen. Over. Over. Nee, auf R hören wir dich alle. Hört ihr mich jetzt auch? Weil ich habe mein Radio nicht aktiviert. Ich höre dich, ich höre dich. Wir hören dich, Simon. Okay, cool. Gar nichts, ich habe mich nur vertan. Du musst es nur im Inventar haben, Simon, dann ist es ready. Cool, hab ich. Ich hab in dem Game immer so Angst vor den Endermans.
Ich habe irgendwie Angst so, vor Light hier. So, ab jetzt nur noch bei Notfällen bitte durchs gerade? Ding reden. Danke. Ich hätte schwören können, ich habe Monsterstimmen gehört, Simon. Ja, okay, ich laufe dir einfach mal hinterher. Es gibt halt in dem Game Endermans, das ist halt actually crazy. Also, da kommt irgendwann Musik ja. Und dann spawnen die. Das ist so scary. Die darfst du nicht angucken. Okay, okay. Hast du irgendeinen Tipp, was ich jetzt suchen sollte als erstes? Wir haben einen Hinweis. Ja, wir sollten einfach mal bei der Karte rumrennen. Es gibt so Buchstaben, die an den Wänden sind oder so. Wenn wir genug Buchstaben finden, erfahren wir den Namen des Monsters. Wenn du Escape drückst, kannst du bei, also Escape, dann steht da Demons und dann kannst du abgleichen mit den Hinweisen, was das für ein Monster sind. Ich sehe es. Filter rechts, mit denen du quasi, ne, kannst du Filter Type, EMF, dann kannst du die EMF-1-Zahl angeben und so, den Smell und so. Okay, cool. Ja, ist eigentlich ziemlich witzig gemacht. Ja, ich habe auch das Gefühl, das könnte richtig was sein, wenn man das mit auf gleichem Niveau mit vielen Leuten spielt, kann das richtig gut werden, glaube ich. Jo. Ja, und wenn es irgendwann anfängt zu kriseln, dann weißt du, du hast eine paranormale Zone gefunden. Aber wie soll ich denn dir jetzt vertrauen eigentlich? Ich weiß ja nicht mal, ob du nicht vielleicht der Killer bist. Du kannst mir nicht vertrauen. Ja, dann geh mal vor. Warte mal kurz. Ich will kurz das Messer holen. Ja, schnell in die Hand stecken. Aber es gibt irgendwie, was super witzig werden könnte, es gibt irgendeine Funktion. Da kannst du in mein Inventar gucken. Und ich kann das weigern oder ich kann dich dann in den Tag gucken lassen. So, und das ist eigentlich ganz nice, weil du dann erfahren kannst, ob die Killer bestimmte Items dabei haben. Okay, das ist ja interessant. Das werde ich mir merken und direkt wieder vergessen. Aber fürs nächste Mal. Ich weiß aber nicht mehr, welche Taste das ist. Hast du oben rechts in der Ecke was stehen, Simon? Alter Trick, ne? Ja, wenn ich da nichts stehen habe, bin ich nämlich irgendwie der Böse. Ich habe gerade überlegt, ob ich der Böse bin, weil ich da so Seiten stehen. Nee, die Seiten sind, wenn du tot bist, kannst du 10 Seiten sammeln und das ist so ein alternativer Lösungsweg. Stimmt, ich hatte es vergessen. Als Böser kannst du nämlich auch irgendwas finden. Irgendwie ja, wenn du Fragen hast, hau mich an, ne? Ich bin Level 0, da kann ich dir auf jeden Fall helfen. Ach so, das habe ich vergessen zu erwähnen. Es wurde in einem Update geändert, dass wenn mehr als 2 Personen in einer paranormalen Zone sich befinden, dass diese dann schneller verschwindet. Danke auch Quick Ben für dein Abo. Extra für dich werde ich heute nicht als erster sterben. Ja. Ja, okay, hier ist nichts, ne? Mit E und so kannst du riechen. Moment mal, es gibt Riechen? Eismann ist da. Halt mal E gedrückt. Ja, jetzt gerade hat jemand gefragt, ob er mein Inventory sehen kann. Ja, ich hab's natürlich erlaubt. Bitte was? Ja, mach mal. Der Eismann ist da. Da war nur eine Sache drin, alles cool. Wo ist der Eismann? Das nicht? Keine Ahnung, was draußen ist. So. Wie geht nochmal riechen? Da hinten gibt's Bier. Der sagt, ja. Gratis Schokoeis. Hinter der Cafeteria und, ist eine schlimm? Zone. Ich hab's verstanden mit dem Riechen. Ja, doch. Nein. Hinter der Danke auch, Robowolf. Nun, Lara sind zu weit weg. Ah, es ist ein richtig großes Areal, ne? Es ist ein richtig großer, gemütlicher Garten. Mit allem. Fabrikgelände, Kirche, Wohnhäuser. Oh Gott, hier ist irgendwas. Irgendwas ist hier. Das sind die Endermans, die spawnen jetzt ab jetzt. Wenn du jetzt einen Enderman siehst, darfst du dir nicht in die Augen gucken, sonst töten die dich. Das ist wie bei Minecraft. Ich habe einmal Minecraft gespielt. Ja, genau so ist es. Ich glaube, er überschätzt meine Minecraft-Skills. Aber wenn du die anleuchtest, kannst du die auch töten. So, hier? Wo, hier ist eine Tür? Hier ging gerade irgendeine Tür auf? Da ist Lara und Blue sind hier reingelaufen, glaube ich. Ah, okay. Habt ihr schon was gefunden? Nee. Also er hat hier durchs Box geredet. Oh, ich habe auch eine Monsterstimme gehört. Okay, ich geh mal hoch. Aber ich dachte, der erste Mal hat gerülpst oder so.
Ah, da war es doch eine Stimme. Das war durchaus... Ja, wenn die das absuchen, brauchen wir das nicht noch absuchen. Ja, bis einer tot ist von beiden, ne? Aber ja, wenn man so zu zweit rumläuft, ist es ja immer sehr leicht zu sagen, wer tot, wer wen ermordet hat, oder? Ist das dann nicht eine paranormale Zone und dann können wir was riechen? Ist das nicht so gewesen? Warte mal, Lara ist gerade so laut, dass ich gar nicht... Du kannst riechen. Zeigen sich, wenn dein Bild so ein bisschen körnig wird oder ihr Sounds hört, wie Schreie... Wie smell ich denn nochmal? E. E gedrückt lassen und dann... Du riechst gut. Rechts. Hier ist irgendwas... Ah, das ist eine von diesen Boxen. Genau. Hier sind wir sicher. Ach so, die muss man die nicht vorher aktivieren? Oder die machen so ein Areal, ne, in dem man sicher ist. Genau, korrekt. Und wenn du hier rauf guckst, siehst du, da ist so eine Batterieanzeige, wie beim iPhone. Ah. Und das ist gerade aktiv. Und ansonsten muss man da kurbeln, okay. Ja, Lightning-Kabel, Lightning-Anschluss und... Man kann auch dieses Schnellladegerät kaufen, aber das ist immer extra teuer. Ja. Was? Was? Mike Hill, wo bist du? Ne, er ist tot, ne? Er kann gar nichts mehr machen jetzt. Kann er uns denn hören noch? Er kann Wer ist tot? Zu uns kommen. Like ist tot. Was? Also, wenn's... Also, wenn Likey tot ist, kann's Lara nicht sein. Wo ist der Tag? Da habt ihr euch aber schön rausgenommen. Simon, ich kann's auch nicht sein. Ich glaube, dass es tatsächlich wieder Kisi ist. Ach Quatsch, wieso immer ich? Weißt Kisi du, das ist immer so eine Taktik. Einfach auf mich schieben. Ich persönlich glaube auch, dass Kies ist. Ich sag's euch schon mal. Immerhin bin ich schon mal nicht der Erste geworden, der Simon, ermordet man kann wurde. Lara und Knur aber auch echt nicht trauen. Die machen meistens so gemeinsame Sachen und verschwören sich, ne? Aber es gibt doch nur einen Killer hier. Simon, ich sehe den Killer. Komm mit, Killer. Es gibt Simon, einen Killer und die Boogeymans. Was? Wo ist der Killer? Ja, hier ist... Was? Hier ist eine Person allein unterwegs. Du musst Killer sein. Hier ist eine Person allein unterwegs. Abgesplittert. Kies hat sich abgesplittert. Aha. Das können genauso Lara und Knu sein. Die machen immer so eine Nummer daraus. Letztes Mal war es auch Knu. Danke, Dutt, fürs Abo. Wir haben ihn festgesetzt. Was? Kann man das irgendwie überprüfen? Was habt ihr gemacht? Ey, lass mal. Ja, ich glaube, der Kies ist es. Der flüchtet. Ja, lass mal. Oh mein Gott, ich glaube, ich sterbe. Ich bin dead. Er rennt vor uns weg. Wir dürfen nicht in sein Inventar gucken. Es ist der mit der roten Maske. Was? Nein, Moment. Stopp, ich bin's nicht. Ihr könnt reingucken. Sorry, ich habe das nicht realisiert. Kommt alle mal her. Wir klären das jetzt. Ja, aber der tötet doch jetzt einen von uns. Okay, ich habe gar nichts gemacht. Items. Nein. Kisi, du immer. Er hat mich überrascht doch gar nicht. Verbrennt die Hexe. Alter, Knu startet wieder auf, hört ihr? Wie können wir den verbrennen? Können wir den nicht erledigen? Wir wissen doch was erst. Aber warum bist du denn alleine? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, keine Ahnung, ich hab halt mich umgeguckt. Wir haben auch noch gar nichts gefunden, das ist das Problem. Darf ich mal in deine Kugel? Ja, du darfst reingucken. Oh mein Gott. Oh shit. What the fuck? Was ist das? Hier, schau okay, rein. Okay, war das? Ja, Kies hat das Buch weggeschmissen. Ich hab nichts weggeschmissen, Alter. Wie mir Was war das hier, für ein Knu und Lara, die machen wieder irgendwelche Games. Kies. Mach mich aggressiv. Was war das? Sollen wir mal in die Safe Zone? Ja, bitte, ich hab auch Angst. Das ist eine gute Idee. Kann Kies denn auch in diese Safe Zone? Ja, hier sind wir auch safe, theoretisch. Aber wir haben noch nicht einen Hinweis gefunden, das ist das Problem. Ah. Da ist es wieder! Ja, what the fuck? Wo seid ihr hin? Ah, ihr seid im Gebäude? Ich gehe da auch mal hin. Ich bin leider kein christlicher Dämon, Lara. Also was macht der damit mit den Büchern? Ja, der geht dann zu irgendeinem Ritualding. Und dann kann er nämlich erst Attacken machen. Das heißt, der Dämon muss alles erst einsammeln. Aber mal ganz wichtig, Leute, kommt mal kurz alle hoch. Und stellt euch bitte alle in den Kreis und schaut Kies aggressiv an. Was habt ihr denn für Beweise? Ich habe jetzt wir haben als Beweis einmal den Speaker. Habt ihr noch andere Beweise? Gefunden.
Weil das müssen wir schon. Kies, lass dich doch mal durchsuchen. Wir haben im Prinzip schon den Tripper gefunden. Wir müssen jetzt nur noch die Medikamente. Was willst du jetzt von mir, Simon? Vier Seiten. Wir sind Freunde, du und ich. Na, ich will mal ein bisschen durchsuchen. Lass dich doch mal abtasten. Ja, das machst du aber mir ein bisschen zu oft, mein Freund. Ah, stimmt, die Seiten. Okay, er hat nichts dabei. Er hat leider nichts in den Taschen. Dann wenn ich es wegschmeiße, sieht man das auf dem Boden. Also von daher ist es unmöglich. Das hast du halt davor schon gemacht, Schlaui. Hat jemand mal bei Knu reingeguckt? Hm? Ja. Habt ihr. So, haben wir? Wer hat? Dass Knu ja. Niemand verdächtigt. Dann guck doch mal rein. Ja, jetzt alles schnell weggeschmissen. Irgendwie. Naja, ist aber jemand eben gestorben, als Knu und ich zusammen waren. Also kann sie es nicht sein. Ja. Ja, Lara, es tut mir leid, aber ich weiß, dass ihr alte Bußen vor euch seid und euch da gerne absprecht. Ne? Sie hatten nur ein Kreuz. Wir sind Busenfreunde, oder dass wir uns absprechen. Ihr seid gar keine Freundin, okay? Doch, wir sind Busenfreunde. Also, was ist denn das geht für ein Sound? Also, ich würde sagen. Oh Gott. Hier ist ein paar nochmal dazu. Oh! Oh ja! Oh Gott, da klopft jemand! Also, irgendwas ist hier doch. Ich bin mir gerade nicht sicher, wer es sein könnte. Also Gnu und Lara machen natürlich wieder irgendeine Meta-Geschichte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und Kies verhält sich komisch, aber hatte nichts mehr in den Taschen. Hier ist ein L, by the way, an so einem Sicherungskasten. L wie Lügner? L wie Lara war's. Mein komisches. Oh mein Gott. Das sind die Kartengeräusche. Was meinst du damit? Diese laute Musik. Immer wenn jemand eine Karte findet, kommt diese Musik. Lol, was? Ach so. Ja, das ist gerade von 5 auf 6 gegangen. Und dann ja, wir haben ja schon 6. Was bedeuten denn die Karten? Ich glaube, damit können wir alternativ gewinnen. Ja, mit 10 hat man gewonnen. Also der Killer muss jetzt schnell killen. Gut, was? Ja, ich höre auch was. What the fuck? Hinter uns, Enderman, nicht gucken. Und aber du kannst mich auch anlügen. Bist du sicher? Ah, nee, der ist vor uns. Vor uns! Ja, shit, also in die andere Richtung wieder. Wollen wir rennen? Ist eine gute Idee. Aber du rennst schön vor. Ich laufe auf jeden Fall nicht hinter dir. Das ist doch ein Buchstabe hier. Wir haben ein I entdeckt. Aber was machen wir jetzt damit? Wenn wir alle unsere Buchstaben zusammentragen, können wir den Namen des Monsters damit rauskriegen. Aber dazu brauchen wir halt alle. Hol ein! Nein! Oh! Jetzt bin ich tot! Was? Killed by? Ja, okay, es war wohl einer von den Endermans. Das ist ja dumm. Der war ja einfach plötzlich da. Na gut, jetzt kann ich wohl nicht anders als den Kollegen hier hinterherlaufen. Turn in pages, book at the book altar, search for demon books und search for pages. Es war ja wohl so klar. Es war so klar. Kies. Warte mal, wie ist jetzt Lara gestorben? Shadow People Shadow stand vor ihr. Typen. Aber im Haus, Shadow in der Safe Zone? Ich habe ihre Seelen vergiftet. Also, man musste bei Safe Zone dazu sagen, das sind diese Boxen, die am Anfang auf dem Tisch stehen. Diese muss man wieder aufladen. Dadurch, dass ich aber tot war, konnte ich sie nicht aufladen. Was muss man aufladen? Diese Boxen mit diesen lilanen Dingern oben drauf. Die, ja. Dieses Safe Bubble. Ich habe euch erst alle vergiftet. Ja, mit Intrigen. Und dann habe ich mir gedacht, ich merke mir direkt Likeys Maske, weil wenn ich den töte, seid ihr eh verloren. Ist immer wieder dasselbe Spiel. Das war nochmal! Ich habe aus Versehen Leaf gedrückt. Ich hab eine Frage. Wir haben jetzt ja gerade diese Buchstaben gefunden. Da war jetzt bei mir auch ein frech. Oh, die hören mich gar nicht. Ich hätte drücken müssen. Oh, neue Lobby. Damn it. Die macht mir das Ganze einfach echt viel zu leicht, ne? Das muss man echt sagen. Na, jetzt. Ich verstehe das Game immer noch nicht.
Ja, also Lara und Grün, ich würde euch empfehlen, am Anfang nicht mit der Ghostbox rumzurennen, sondern vielleicht mit einem Parameter. Das bringt ein bisschen mehr als die Box. Ich habe zum Beispiel diese EVP-Box gehabt oder so und die hat mir den Mond gezeigt. Ja, die hat mir den Mond gezeigt und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, wo man das einträgt. So. Also, bei diesem EVP-Gerät ist das so, wenn du innerhalb der Zone bist, musst du mit V mit dem Gerät halt sprechen und dann muss danach alles um dich herum kurz ruhig sein. Und wenn der Dämon darauf reagiert, zeigt dir das Gerät dann eine Frequenz an. Wenn der Dämon nicht darauf reagiert, kommt dann so ein kleines Geistersymbol. Und was soll der Mond bedeuten? Der Mond ist einfach nur das Zeichen dafür, dass das Ding zuhört, dass das ein Standby quasi ist. Der Mond. Okay. Und das Ohr? Aber ich dachte, das Ohr bedeutet, das hört zu. Das Ohr ist auch, also der Mond, da passiert halt gar nichts im Standby, das Ohr ist zuhören. Aha. Okay. Mikey, kannst du mit mir ein bisschen rumdüsen, weil das ein bisschen fürs Video erklärt wird. Natürlich. Du willst ihn schützen, ha? Nein, was willst du denn jetzt schon wieder? Okay, also, dann. Jeder dieselbe Maske? Ich nehme wieder die rote. Login. Und der Item Master ist Likey. Du meintest doch, Likey, vorhin, dass es gewisse Items gibt, die es dem Killer bzw. Dämon sehr erschweren. Machen wir es ausgeglichen. Außer wenn es Keys wird, dann würde ich sagen, nimm alles schwer rein. Was, warum? Ja. Ihr könnt doch nicht immer davon ausgehen, dass ich es werde. Also die Sachen, die es dem Killer schwer machen, die sind sowieso in der Rotation mit drin. Okay. Also die können wir so oder so benutzen, wenn wir das wollen. Ich muss mal ganz kurz noch was erwähnen. Als Dämon hat man es echt nicht leicht. Diese Bücher sind gar nicht so easy zu finden, ne? Und die wurden schon deutlich erhöht, die Spawnrate. Aber ich muss dir dazu sagen, da du mich ja als erstes getötet hast, kann ich dir danach ja die Bücher wegnehmen. Okay. Ach so. Weil jedes Mal, wenn ich von diesen Seiten abgegeben habe, die oben rechts angezeigt werden, habe ich auch gleichzeitig von deinen Büchern welche abgegeben. Ach, und wenn man die 10 aber voll hat, habt ihr gewonnen, oder wie? Genau. Aber was soll dieser neue Sound, wenn man eine Seite sammelt? Ja. Ja, ich dachte, die ganze Kies verflucht uns. Ja. Nee, der Sound kommt immer dann, wenn ein Toter eine Seite abgibt. Kann ich kurz noch eine Frage stellen? Und zwar... Okay, dann suchen wir mal die Items. Oh, wir müssen die hören mich nicht, ne? Hört ihr mich? Ja, eine kurze Frage. Man sammelt ja diese Buchstaben und die sollen doch dann das Monster ergeben. Aber wir haben jetzt ein I gesehen, aber das ist ja gar nicht bei Keys Jaw mit dabei. Also was genau bedeuten diese Buchstaben? Keck W, Alter, Keck W in den Chat. Oh, süß. Was? Ach, was habe ich denn falsch gemacht? Was denn? Da war wirklich nur I. Du bist einfach ein Süßi. Die Buchstaben zeigen nicht den Namen von uns an, sondern wie der Dämon heißt. Ach so. Oh, süß. Ich dachte, das war auch Spaß gerade. Oh, das ist aber süß, wie dumm der Simon ist. Ja. Das ist mal bei Ingame Boys wieder. Oh, wie süß. Mega süß. Wirklich komplett hilfreich. Komplett nutzlos. Okay. Bock, ich hab Bock, so, aber es ist schwer zu lernen für jemanden wie mich, der sehr dumm ist. Simon. Es ist echt süß, Simon. Also wie Simon, hoch ist die Chance, du hast schon so einen Süßi-Status, weißt du das? Mich nimmt hier keiner ernst, habe ich das Gefühl. Ich werde euch jetzt alle entlarven. Wenn ihr mal schauen wollt, das sind die Boxen, die ich meine. Diese zwei hier auf dem Tisch. Ja, genau. Und ich weiß, da muss man die Kurbel bedienen. Ich kenne mich nämlich aus. Genau. Geht diese mein Radio? Hallo, ja. Und dann haben wir einen kleinen Radius, in dem das Ding uns schützt vor den Shadow People. Ah, okay, also nehmen wir am besten immer mit. Ne, am besten platzieren wir sie an zwei strategisch günstigen Orten. Und das wie eine groß ist der Radius, der uns hilft? Der uns safe? Also, wenn wir eins hier draußen vor der Tür auf die Bank stellen und eins an die Kirche, haben wir bis zur Gefängnismitte ungefähr Schutz. Okay, nice. An die Kirche? An die Kirche. An die Kirche. Wäre es jetzt nicht, wenn man zum Beispiel, rein hypothetisch, ne, ein Dämon wäre, wäre es ja nicht voll clever, sich einfach die Kisten zu schnappen? Ja, das wäre absolut clever. Geh mal weg, hieß. Wer hat's genommen? Wer hat sie genommen, dass wir es wissen? Wer hat sie genommen? Das Kreuz. Ja, wer hat sie denn jetzt genommen? Kein Dämon. Ich weiß, glaubt ihr mir nicht, aber ich wäre ganz vorsichtig bei Knu. Also ich möchte jetzt wissen, wer diese Kisten genommen hat. Ich auch.
Likey hat eine. Ich gehe jetzt mit Likey, weil der erklärt das Game ein bisschen für die. Und wer hat die andere? Darf Glu, ich mitkommen? Ja, natürlich darfst du mitkommen. Darf ich auch mitkommen? Hä? Warum ich denn? Lass mich diesmal nicht verarschen hier. Mal gucken. Wer auch immer die Kiste geklaut hat, ist schon suspekt gerade. Bring mich nicht um. Ja, das Problem ist, je mehr wir sind, desto. Das Problem, je mehr wir sind, desto schneller verschwinden die Zonen dann. Desto schneller verschwindet einer von uns, meinst du wohl? Und genau, Phil ist noch wie so ein Pervers. Ja, dann zeigt mal was! Eigentlich einer von euch eine Box? Ja. Okay. Ich hab eine Box, ja. Also so eine Schutzbox hab ich, ja. Genau, dann setz sie mal hier auf die Bank am besten. Was macht die Schutzbox nochmal? Die schützt uns vor diesen Shadow People. Genau. Ach, und da stellen wir uns ran an die quasi, oder wie? Warum stellen wir die denn nicht vor unsere Safe Zone? Warum denn hier? Weil die uns eh schützt, oder? Weil wenn wir die hier hinstellen, können wir in diese Türme hinter uns gehen, wir können in den Spawnraum und sind überall dort ungefähr geschützt. Aha, okay. Das Ding läuft jetzt. Nice. Genau, das hat einen Akku und wenn der Akku leer ist, mit G da rangehen und dann mit der linken Maustaste aufkurbeln. Okay, merkt ihr was? Okay. Guck mal, wir sind jetzt alle zusammen. Ja, und ich hatte jetzt ein ziemlich, ich sag mal, offensichtliches Dämonenverhalten. Ne? Ich war ja allein unterwegs und hab gehasselt, die Bücher zu holen. Jetzt wissen wir eigentlich schon, wer der Dämon ist. Hä, warum? Naja, weil wir alle hier sind und einer fehlt. Der ach so! Sieben mal nicht so unschuldig. Oh, Simon. Es ist mein erstes Mal, ich spiele zum ersten Mal. Aber ja, das ist sehr suspekt. Simon, das erste Mal. Simon ist so ein bisschen der Golden Retriever der Gruppe. Oh Gott, ich werde gar nichts mehr sagen. Ich werde nie wieder was sagen. Wisst ihr was, wir stellen uns jetzt einfach mal dumm und versuchen die Runde zu gewinnen. Also let's go, bevor wir hier die Bücher suchen. Ja, aber ja tut alle so, als wärt ihr ich. Ist, ne? Ihr wisst es jetzt, oder? Ich vertraue dir trotzdem noch nicht. Ich auch nicht. Also let's go. Du das, Lara? Also die orange Kupfermaske. Ja. Was übrigens interessant ist, kann ich euch mal kurz erklären. Diese Boxen, wie gesagt, bilden so eine Safe-Bubble. Die kann man aber auch klauen. Haben wir ja gerade gesprochen drüber. Das heißt, man kann die einfach hier stehen lassen, später alleine hier hingehen, die klauen, dann ist sie weg. Aber man kann ja auch das Inventory von anderen sich anzeigen lassen. Wenn die dann zum Beispiel so ein Buch dabei haben, dann... Moment. Dann sieht man halt, okay, die haben so ein Dämonenbuch. Das ist keiner der Guten. Definitiv, nein. Versuch das hier zu retten, Mann. Das ist Hand of Bloods Community. Die teilt sich mit meiner, die sind intelligent. Ja, sag mal, wie viel teilt sich da, Kisi? Das sind hochintelligente Menschen. Oder? Ha? 70%. 70%, ja. 70% der Hand of Blood Zuschauer schauen meinen Kanal, habe ich heute gelesen. Das ist ja witzig. Weißt du, wie viel mich von denen schauen? 10? 0! Nein, Spaß. Das glaube ich nicht. Deswegen bin ich ja hier vertreten. Alle stehen sie in einer Reihe, ich finde super. Naja, ne? Hört man eigentlich wie im GTA-RP. Ja. Wo ist denn jetzt Lu hin? Immer die Zone? Ich hab das noch nie mit diesen Kameraflimmern gehabt. Ist euch mal aufgefallen, dass man nicht nach oben richtig gucken kann? Man kann nicht nach oben gucken richtig. So richtig nach oben. Achso, nee, das nicht. Stimmt. Aber lass uns mal weitergehen. Ja, wie läuft's mit der Seitensucherei? Ja, ich geh mal suchen. Ja, was? Mann, ich find gar nichts. Ja, ne, wo die sind schwer zu finden, die Bücher. Wir wissen beide, wo ich das ich werde beschützt. Ja, natürlich, wir sind ja nicht doof. Oh, hier ist Musik. Hört ihr das? Ja. Jetzt aber wir spielen so ein Kamera bisschen mit, wir tun so, als wüssten wir es. Oh, bei mir krisselt's. Wo krisselt's denn? Eben hat das Bild gekrisselt, aber jetzt nicht mehr. Und jetzt drücken wir alle E. Wo soll's denn krisseln? Wo soll's krisseln? Das ist nur ganz kurz. Das ist nur ganz kurz. Ich seh das nie. Aber drücken wir erstmal. Fluid Type Smell. Krieg ich hier. Genau. Embalming Fluid Type Smell. Ja, das riecht ziemlich nach Fluid. Ja. Kann man diese Seite hinten aufsammeln? Riecht ein bisschen wie in der Zahnarztpraxis hier drin. Wer war das? Irgendeiner ist hier ganz doll. Irgendjemand hat gedacht, dass das Buch beim Friedhof ein Buch für den Dämon ist. Das kann ja nur der eine sein, der nicht da ist. Wer war das? Ich würde gern eigentlich Like My Style rausvoten. Ich glaube, der ist Killer. Ach so, Können wir ganz kurz in Discord sprechen, weil das ist hier viel zu übel. Ja.
Okay, okay, also, was zur Hölle ist hier los? Also, ich habe das Meeting einberufen, weil ich glaube, ich weiß, wer der Killer ist. Ich habe Buchstaben gefunden. Ich habe L-I-K-E gefunden. Okay. Also, mehr brauche ich, glaube ich, da nicht. Das, die Sache ist, wenn wir einmal... Wir können ja nicht skippen, ne? Doch, wir können unten rechts skippen. Wir müssen skippen. Weil wenn wir falsch liegen, dann ist es sofort aus. Aber, und das war jetzt sehr clever von Tim, wir haben jetzt einen 3-Minuten Cooldown. Oh nein! Was bedeutet das? Wir können jetzt 3 Minuten lang kein Voting einberufen. Oh, na nein, toll. Wir gehen wieder in-game. Ja, das war jetzt halt mal wieder so ein bisschen Idiotenglück. Können wir den nicht irgendwie umbringen? Hat jemand von euch ein Messer dabei? Nein, aber wir können alles schon mal den ersten Hinweis eintragen. Okay, das ist Timoros. Können wir jetzt Embalming Fluid oder was? Warum sind wir nicht gleich hin und haben die Viecher kommen. Embalming Fluid haben wir als ersten Hinweis. Ja. Als Smell. Riecht ein bisschen wie in so einer Zahnarztpraxis hier. Und okay, jetzt dann sollten wir eigentlich in Richtung Sicherheit gehen. Okay, das heißt? Ja, wir sollten in Richtung Sicherheit einfach ausharren. Okay, let's go. Da! Wow! Oh wow, wow, shit! Warum? Haut ab! Folgt mir! Okay, ich bin ganz alleine. Das war dumm. Jetzt bin ich hier ganz alleine auf der anderen Seite. Warum ist denn noch keiner in meine Richtung gegangen? Es waren 4 Leute. Rein statistisch hätte doch mindestens einer in meine Richtung gehen müssen. Lara, wo bist du? Kann der immer nur einen killen oder mehrere hintereinander? Hat gerade Lara Likey getötet. Also 2 sogar? Shit. Ja. Schon verloren? Ah, nee, es müssen jetzt 3 sein, ne? Jetzt sind es 3. Ja, also okay, lass mal, wir gehen zur Box. Aber die, ja, wir gehen zur Box. Okay. Oh mein Gott! Was für eine Hinterhältigkeit! Schmutzige Hinterhältigkeit ist das! Unfassbar! Also, hast du eigentlich irgendwas dazu beigetragen? I got you. Noch eine Runde. Ja, auf jeden Fall noch eine machen. Das war ja nix. Also Leute, es ist aber hast du jetzt eigentlich überhaupt so langsam komme ich rein. Gekillt oder waren das jetzt einfach nur die Shadow People? Seht ihr, ich bin schon Ding. Ja, du brauchst nur die richtigen Level Shadow 1. Peoples. So. Hä, wieso die richtigen Shadow Peoples? Die haben uns gerade alle getötet, die Shadow Peoples. Ja, ich habe ein Level 100 Char gespawnt. Ah, du kannst die spawnen, oder wie? Nein, ich habe einfach nur gesammelt und dann habe ich das Meeting gemacht, damit ihr kein Meeting machen könnt. Und dann habe ich dieses Ding versteckt, weil ich bis zum Anfang genommen habe, dieses Safe-Zone-Ding. Siehst du aber, guck mal, ich habe in den ersten Minuten noch so gesagt, lasst uns doch alle ihn wählen. Dann haben wir gewonnen. Und alle so, ach nö, für die Spannung und wir sind hier bei Happy Flat. Happy Flat versteht das nicht. Ja, ich so, nein! Das sind hochintelligente Menschen. Jetzt haben sie eine Banger-Runde auf Hand of Blood. Das also war mein Schachspiel doch ein bisschen raffinierter. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir dort sind. Das ist möglich. Das Problem, Keith, war nur, auch wenn wir wussten, dass er es ist, konnten wir ihn ja nicht wählen, weil wir nicht wussten, welcher Typ es ist. Was für ein Dämon er ist. Genau, das kann ich gleich nochmal. Das sage ich jetzt gleich nochmal den Leuten. Moment. So, nächste Runde. So. Falls ihr euch übrigens gerade fragt, warum wir jetzt nicht Tim gewählt haben, das konnten wir nicht, weil wir wussten nicht, was für ein Dämon das ist. Deswegen, Leute, wir müssen uns jetzt wirklich aufteilen. Wir hängen viel zu nah aneinander rum. Wir teilen uns auf, suchen die Beweise und geben die uns durch, weil sonst wird es nichts. Matchmaking failed. Genau, das Game sagt es mir auch schon. So funktioniert es nicht. Die wollen uns gar nicht mehr reinlassen, die weil die sagen, hey, Leute, so nicht. Wo ist hier die Grenze, frage ich mich. So. Lara nochmal eingeladen, weil ich habe nichts. Ich lade neu an. Okay, accept. Oh, aber Demon ist voll lustig. Vor allem kannst du ja auch so unsichtbar sein irgendwie. Und ich will auch killen. Ja, du kannst in so eine Zwischenwelt, oder? Und in der dann rumlaufen. Teilen wir uns denn jetzt alle, also jeder einzeln, töten. Oder wie machen wir es? Also, ja, oder zu zweit. Ich würde halt kurz gerne mit Likey rumrennen, weil der soll den Leuten im Video kurz erklären, was er da macht und wie wir das ermitteln, weil das haben wir jetzt noch nicht. Aber dann macht doch ihr beide... Ich weiß, dass Leute immer unbedingt das auch erklärt haben wollen und das ist gerade ein bisschen chaotisch. Deswegen aber dann macht ihr beide doch zu zweit und alle anderen gehen alleine. Schneiden oder so. Mein Gott! Es fehlen noch 2.
Wie? Ja, es ist Matchmaking failed. Achso, dann mach mal neu. Mein Gott. Muss ich dann raus aus der Lobby, ja. Ja, ja. Aber du kannst ja, kannst du diese Shadow People kannst du auch nicht beschwören, oder? Die Shadow Peoples kannst du beschwören nicht. Ich hab bin am Buch gewesen. Nein, nein, du kannst sie nicht beschwören. Nein, nein, es war Zufall. Aber wie kommt du man... Du kannst eigentlich nur, du sammelst die drei Seiten und kannst eigentlich nur dann einen töten, musst dann wieder drei neue Seiten sammeln. Okay. Genau. Was kann man denn gegen diese Shadow People machen? Also, das war echt Glück eben, dass sie uns so alle auf einmal erwischt haben. Sag das doch nicht so. Ja, aber auch, es war auch Zufall, dass sie so früh kamen. Denn das ja, es war echt Glück, weil das ist ja jetzt auch random. Genau. Ey, wir hatten... Knug, nimm mir meine Maske weg. Ich glaub's ja nicht. Ich habe doch die rote schon die ganze Zeit gehabt. Nein, das ist immer das eine andere. Du hast immer die, mit dem X, glaube ich, gehabt. Nee, die rote, die ganz rote. Die ganz rote ist meine. Ja, meine ich ja. Hast du ja jetzt. Ja, ja, aber eben hatte sie sie ganz kurz. Sie hat Frechheit. Meine Glücksmaske also, hier genommen. Wirklich, ey. So, da liege ich hier. Dann machen wir mal weiter. Tim darf jetzt Items wählen. Du darfst Items wählen. Och nee, scheiße. Was soll ich wählen? 6 Flashlights. Flashlights, 6 Stück? Ja. 6 Radios. Was mit dem Spectralizer? Radio Gaga. Radio Gugu. Radio Blabla. 2 Kerzen. Kerzenschein, ja. 2 EVP. Eine Ghostbox. EVP, Ghostbox. Ghostbusters. 3 Parameter. Was? Parameter? 3 Stück. 2 Spectralizer. Spectralizer. 2 UVEDs, also UFETs. UFETs, Alter. Ich UFETs dir gleich ein. Dann ein Holy Cross. Aha, eine gute Auswahl. Das hätte ich auch genauso gemacht. Ich hab noch 5 Geld. Das, wozu du lustig bist, noch. Achso, okay. UV-Kamera noch eine. UV-Kamera? Ja. Ja. Die hat mir leider überhaupt nichts gebracht. Was kann man denn mit der UV-Kamera machen? Mit der UV-Kamera kannst du, Das darfst du jetzt erklären. Mit der UV-Kamera kannst du Sigils, also so Zeichnungen an der Wand und so erkennen oder beispielsweise tote Körper, die von irgendwo runterhängen. Okay, danke. Tote Körper, die wo... Und? Tote Körper, die irgendwo runterhängen? Ja. Ja, also halt... Tote Körper runter. Ich hab's auch noch nicht gesehen, tatsächlich. Aber lass uns das mal schnell machen, weil der Dämon sucht sich immer alles zusammen. Like, let's go. Ja, der ist super schnell, der Dämon. Let's go, wo bist du? Okay. Er denkt auch dran, dass wir diese Box auch verteilen müssen. Ist, wenn wir alle so clustermäßig zusammenkleben. Ja, genau, ja. Das ist der ultimative Dämonenkiller. Echt? Ja, das stimmt. Wer als erstes geht, hat verloren, so auf die Art. Ja, genau, du musst dich auf Discord muten. Like, du bist so ruhig. Irgendjemand von Like ist schon am Haschen dabei. Das ist ja dem sein Problem. Okay, Like, wie würdest du das? Muss man bei der Geisterbox V drücken? Also zum Reden? Nee, musst du eigentlich nur anhaben. Nicht. Okay. Aber vielleicht vorsichtshalber. So, wo gehen wir jetzt am besten hin? Wer bist du? Ich bin Gnu. So, Likey, bist du das hier? Warte. Hier ist Tim Torus. Likey ist es nicht. Wo ist Likey? Das ist Likey. Ah, hier. Aber Likey spricht nicht. Ich rede mit euch. Unverhalten. Also, ich höre ihn nicht. Ja, wir hören dich. Dann geht mein Voice nicht. Doch, man hört dich. Doch, wir hören dich. Ah, nein, ich rede jetzt über R, dass mich aber alle hören. Ah. Okay. Das ist blöd. Sollen wir dann nochmal neu starten? Warte. Entweder starten wir neu oder wir beide entmuten uns im Discord, dass du mich hörst. Okay, dann machen wir das so. Party! Dann müssen aber alle anderen voll SOS! Ja, geht mal voll mute. Let's go. Leute, das ist fürs Video nicht so geil, das Geklackere da. Sorry. Nein, aber ich sehe es jetzt schon kommen, ey. Ja. So, dann folge mir, Gnu. Ja, warte, ich mach den Rundenstart nochmal neu. Jo, was geht? Okay. Sehr interessant. Wer könnte denn jetzt hier der Killer sein? Also ich bin kein einziges Mal bisher Killer gewesen. Okay. Mit mir mit. Simon hört uns jetzt noch, aber das ich höre euch, ja. Wird schon passen.
Okay, wenn ihr das nicht stört. Nö. So, die Runde startet. Ich gehe jetzt mit Likey. Die anderen haben sich auch schon verteilt. Nee, Simon ist viel zu nett. Wir gehen jetzt Zonen suchen. Okay, nice, Hüdy. Dann lass mal Zonen suchen gehen. Als erstes suchen wir irgendwo Geräusche oder so. Also ein Schreien, ein Kratzen. Du bist rausgeflogen. Nö, ich nicht. Du machst gerade den Moonwalk. Nee, du da war gerade irgendwas. Irgendwer hat mich, glaube ich, durchsucht. Unten rechts war da gerade was zu sehen. Bei uns bist du ein bist du rausgeflogen. Oh, nervig. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, wir wollen nur noch eine Runde. Ja, aber du kannst ganz entspannt reconnecten. Was? Echt? Kann man das wirklich? Okay, das heißt, wir disconnecten nicht. Nein, wir bleiben alle drin. Okay. Wie kann ich... Ach so, stimmt, wenn ich rausgehe, ne? Hallo? Ja. Noch mal rein. Stimmt, da war ja was. Stimmt. Das heißt, wir spielen weiter, ja? Ja. Okay. Okay. Lara hört uns jetzt auch unauffällig zu. Ach, das war Gnudruhen, die rausging. Okay, das war der Text. So. Hallo. Okay, so, dann machen wir eine Runde Start neu. So. Okay. Dann lass uns mal laufen. Jetzt habe ich ja meine Items, muss ich dann mal nur ausrüsten. So. Okay, let's go. So, wir haben uns jetzt alle aufgeteilt. Ich bin jetzt hier mit Likey, weil der Likey hat so ein bisschen den Plan. Ich hoffe, du bist nicht der Dämon. Was denn doch? Dann würdest du mich bestimmt fürs Video erstmal nicht umbringen. Das ist korrekt. So, also, ich sehe jetzt ja quasi an meinem Licht hier erstmal nichts, ne? Ich muss einfach wahrscheinlich immer gucken. Du hast jetzt was dabei? Ich habe jetzt einen Parameter dabei, das zeigt uns an, wenn ein Geist in einer Zone ein elektromagnetisches Feld hinterlässt oder Temperaturveränderungen. Okay, also ist das quasi so ein bisschen das Gefriertemperatur wie bei Phasmo. Und genau, ich habe so ein bisschen die Geisterbox, die wirklich nur on-point funktioniert. Also du hast dabei einen Spectralizer, der dir quasi Farben anzeigt. Okay. Wir können aber auch tauschen, ich habe dir sogar extra einen Parameter mitgebracht. Ah, das ist aber nett. Ja, guck mal, liegt hier im Boden vor dir. Okay, nice. Nehme ich. So, dann packe ich den nämlich mal hier rein. Also, das kannst du auf Dauer auf anlassen. Gerafft, und wenn wir dann in einer Zone sind und es ausschlägt, blinkt es die funktioniert ein bisschen anders als in Phasmo und Ghost Exile. Dann wollen wir hier rein? Ja. Sag mal, Leute, macht ihr irgendwelche Fortschritte? Nee. Nö. Kann ich sagen? Nein. Aber ich glaube, Simon ist Killer. Warum? Wo kommt das denn jetzt her? Kann ich die Dinger aufsammeln, Leichen? Nein. Gehst du alleine getrennt? Das war die Ansage, damit es der Killer leichter hat. Simon ist so jemand, der ist eigentlich eher anhänglich. Und wenn er sich dann so ein bisschen absondert, ist es schon verdächtig. Ja, Simon ist so ein you Social smell the summer. Ihr seid alle so furchtbar, ne? Genau. Eben habt ihr noch gesagt, wir gehen einzeln. Ja, aber... Wer ist das? Hallo? Ich weiß nicht, Simon. Ich bin Simon. Aber durchgezogen hat's ja keiner außer du. Warum redet er nicht? Stimmt. Ich rede doch mit euch. Ich renn mit Lara rum. Ich rede doch mit euch. Wer hat denn die weiß-rote Maske an? Simon. Ja, Simon. Simon, warum, ja, Simon, warum redest du nicht mit uns? Ich rede doch. Leise, hört mich gar nicht, ich rede ganz über V. Ich rede dir mich nicht, ich rede auch mit V. Ist das Simon? Hört ihr mich nicht? Sehr leise, okay. Alles gut. Dann mach mal weiter, Simon. Okay, vielen Dank. Ich gehe doch mal weiter, meinen Job machen, ne? Unfassbar. Okay. Kurz für euch zu erklären, der Voice kommt über Discord, weil Gnu noch über Discord aufnimmt. Er hat diese Kreuzmaske. Hört ihr mich nicht? Kann ich jetzt aber nichts ändern. Ich bin Tim Horus. Simon ist Killer. Was läuft denn? Was soll das denn jetzt immer? Es ist offensichtlich Tim! Falsche Beschuldigung hier! Ich wollte irgendwas behaupten über den alles Kanadier. Scheiße, der Voice-Chat wieder. Welche Mindgames? Oh Mann, ey. Aber ist es eigentlich so, Likey, wenn ich jetzt eine Zone finde, dass ich da komplett alles ermitteln kann oder immer nur eine Sache? Entschuldigung, du kannst alles ermitteln, das ist aber keine Garantie. Okay. Wenn wir den haben, ja. Also ich habe hier nichts. Simon, wir lassen dir noch Zeit, alles cool. Ja, kein Ding, muss ich auch lernen. Hier. Ah, wir haben was. Wir haben nur den Namen, dann können wir Simon... direkt ans Kreuz. Was war das? Können wir da nicht nach hinten rein? Hat irgendjemand schon einen Buchstaben gefunden? Wir haben was.
Wir haben die Zone zumindest gefunden. Und jetzt gucken wir mal, ob wir dort irgendwas drin finden. Shadow People! Shadow People oder? Ja, okay. Oder wurde was Shadow gefunden? Ist jetzt für dich sind die Shadow People jetzt sehr gefährlich. Das sind die Shadow People. Warum Shadow für People dich nicht? Online. Warte, wir bringen dich mal in Sicherheit. Nein, der ist so. Ich hab so ein wo ist denn dieser mit Ding? Glühbirnen drin. Die ja, die so suche ich gerade. Warte, hier war doch dieser Beweis, oder? Katastrophe. Summer, ja, aber wir finden. Wir Summer in the air. Aber ich das ist standardmäßig. Oh Gott, ich glaube, die Lara stirbt gleich wieder. Schleicht da irgendwas rum? Auch. Nee. Die sind Shadow People. Likey ist es! Wie drehe ich nochmal das UVID auf? Kann ich das hier öffnen? Das ist ein Hinweis auf einen Dämon. Wie mache ich das UVID? Mit. Genau. Einfach merken erstmal. Das musst du dir merken. Ich schwöre euch, Leute, entweder hat mich gerade einer gekillt. Wer ist denn jetzt tot? Und oh nein, Simon ist getötet worden. Ach, von Shadow People. Ja. Oh, das ist ja schon fast wieder süß. Wir könnten. Das Dumme war, ja, jetzt gerade hatte ich endlich mal was entdeckt. Also, jetzt war endlich mal diese komische Hand. Die kann ja auch wichtig gewesen sein. Ich weiß es nicht. Der Spectralizer, aber das muss ich kam nicht dazu. Dafür gibt es keinen eigenen Filter. So, jetzt muss ich weiter die Seiten suchen oder die Bücher. Naja. Wir müssen halt jetzt Zonen finden, ohne dass die Shadow People uns töten. Ich bin natürlich jetzt tot, ne? Ich kann aber offensichtlich mit den Leuten interagieren und mitsuchen. Gerne würde ich ja jetzt mal einen dabei auf frischer Tat ertappen, aber es gibt ja auch nur einen Killer. Okay, ja. Likey, let's go. Wir gehen mal raus. Oh, ich folge denen mal. Der Like hat ja Ahnung. Ich suche jetzt einfach mal will Zone. Was zeigen. Deswegen ist es schon gut, mit denen rumzulaufen. Ich gehe jetzt in den Turm. Das sind ja auch ab und zu Gegner. Ja. Ich frage auch nicht, ob ich in deine Hose schauen darf. Versuch am besten. Ah, die Hand ist für die Versammlung. Warum? Danke. Da, wenn ich drücke, also drauf, dann gibt es eine Versammlung. Und wenn die dir zu nahe kommen, bist du tot. Ärgerlichste ist, dass ich keine Taschenlampe habe mehr. Das ist eigentlich das, was mich wirklich ärgert. Tote Menschen tragen keine Taschenlampe. Geil. Guck mal, hier zum Beispiel ist der Shadow People. Wir haben einen Tee. Genau. Simon ist das Thema. Oh, hier ist was. Macht ihr euch nur lustig jetzt über den armen alten Mann. Geh mal in dein Inventar und pack mal dein Item aus der rechten Hand weg. Der arme alte weiße Mann, der muss es wieder ertragen, ne? Der darf nicht meckern, der hat keine Lobby. Unten bei den Händen einfach draufklicken. Ja, und jetzt mache ich Smell. Ja, das kannst du immer machen, aber stell dich mal vor eine Wand und lass dann E gedrückt und dann nach oben. Kann ich nicht, ne? Hä, E gedrückt und dann nach oben? Tote haben keine Hände. Klopfen. Okay, er reagiert nicht. Also hier was finden ohne... Oh, das ist interessant. War das was ich? Für ein Klopfen? Kleiner Tipp, hier in diesem Raum ist ein Tee. Genau, das haben wir auch gerade gesehen. Oh, der habt Tote ihr schon gefunden? Hat zu uns gesprochen. Ach, süß. Was? Also wenn die Shadow People vor dir stehen, einfach anleuchten und dann weggehen. Okay. Lara, was? genau, Tee. Ja. Dann muss ich es lauf du den sein, jetzt einfach mal das hinterher. Das sind wieder alle falsch Verdächtigen hier. Ist doch schön. Okay, also ich finde hier keine Zone. Ja, aber bleib am besten in der Nähe des Gefängnisses erstmal. Wir haben hier drei verschiedene... Ich war noch nicht in der Kirche. Wenn es entweder langsames Klopfen ist als Antwort auf dein Klopfen oder achtmal schnelles Klopfen als Antwort auf dein Klopfen. Oh, die Shadow People, nein!
Hey, Simon! Oh, Simon! Ja. Warum? Warum, Mann, ey, es hat so gar nicht geklappt. Warum? Oh, Mann. Aber warum hat jetzt... Also, wie kann man denn... Diese Shadow People sind voll OP. Die Shadow People, gegen die kannst du dich nur mit diesen Boxen verteidigen. Deswegen sollte eigentlich eine Box immer am Anfang auf die Bank, weil der den Spawnbereich mit abdeckt, eine Box in die Kirche rein und man kann sogar noch eine dritte Box in die Mitte vom Gefängnis setzen, damit das Gefängnis auch unter Schutz steht. Warum in die Kirche? Aber wir hatten nur zwei Boxen, ne? Weil, ja, wir haben jetzt nur zwei gekauft. In die Kirche, weil die halt auch ein bisschen mit auf das Gefängnis der Radius mitgeht. Mhm. Also ich glaube, und das Gefühl hatten wir damals am Anfang auch, wenn man das Spiel öfter spielt und versteht und am Anfang dann auch sich wirklich aufteilt und taktisch vorgeht, wie gesagt, man muss ja auch die Items sich sortieren, das heißt, man muss sie untereinander absprechen und je nachdem, wie gut der Dämon ist, weiß er, was er dagegen macht, kann das schon echt cool sein. Am Anfang ist es ein bisschen verwirrend, das heißt, man muss es öfter spielen, sich ein bisschen reinfuchsen und es ist halt noch ganz frisch draußen, deswegen, es wird 100% noch überarbeitet. Aber wir wollten euch das Game trotzdem zeigen, weil wir sind Phasmophobia-Fans und natürlich auch Among Us-Fans. Und das ist natürlich ein Spiel, das beide Elemente enthält. Ich glaube, wenn es noch ein paar Patches und Updates kriegt und man es, wie gesagt, ein bisschen reinkommt, ist es ein echt cooles Game. Aber es ist halt am Anfang schon ein bisschen schwierig. Aber es ist halt von den Machern von Welcome to the Game, ne? Da stirbst du nach einer Minute. Ich hätte mir auch tatsächlich gerne gewünscht, dass wir eine Runde haben, wo die Shadow People erst nach 11 Minuten spawnen. Ist es immer unterschiedlich? Ja, das ist. Am Anfang war das immer fest nach, ich glaube, 5 Minuten. Ja. Aber hat das in dem letzten Patch geändert auf 4 bis 11 Minuten. Okay. Was ich mir auch wünschen würde, da er immer liebt, dass der liebe Hanno Dark Souls spielt, sagt ihm also Welcome to the Game spielen. So. Ab in die Kommentare. Hashtag Welcome to the Game. Ja, der hat sich ja Angst. Waren, der hat viel zu viel Angst davor. Bitte, das müsst ihr, Leute, bitte drückt es durch. Ich zwinge ihn sonst auch. Sonst spiele ich es auch mit ihm. Ist mir wurscht, das ist echt ein krasses Game. Wenn ihr es kennt, schreibt es gerne in die Kommentare. Gute Besserung, Henno auf jeden Fall auch. Gute Alle, Besserung. Die dabei waren, gute Besserung. Beschreibung. Vielen Dank an euch, dass ihr euch extra die Zeit genommen habt. Super lieb. Und jetzt darfst du noch ein gute Besserungslied singen, Lara. Für Henno. Mit Hall. Happy Coroni. No Coroni. Hammer. Mit Hall. Ja. Geil. Extra geschrieben, nur für ihn. Oh. Das kommt aufs Spandauer Album. Dankeschön, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Tschüssi. Bis dann. Tschüss. Hat gute Nacht sagen. Tschüss. Abonnieren. Ada, ada. Sehr gut. Vielen nice. Dank euch. Dankeschön. Der sieht man so einen coolen Priester, der ist aber nicht im Spiel, ne? Noch nicht. Also es ist auch zum Beispiel, den hatten wir vorhin in der Runde. Als du der Dämon warst, war der Butcher mit im Gefängnis. Ja, den kenne ich, den Butcher. Aber der Priester, der sieht irgendwie cool aus hier, so der Matrix-Priester. Es kommen noch zwei, also er arbeitet, soweit ich das weiß, an zwei neuen Gegnertypen. Das eine ist er nennt ihn, glaube ich, Headman oder so. Headman. Der halt dafür sorgt, dass Gruppen sich noch mehr aufteilen sollen. Dass halt noch weniger zusammen rumgerannt wird. Und ich finde das irgendwie so. Das Ding ist, wenn drei Leute sterben, ist die Runde ja schon vorbei, ne? Ja. Aber. Das ist halt doof. Also auch wenn man an einem Shadow People stirbt, dann. RIP. Ich habe gerade mal den Shadow People angeguckt und bin gestorben. Ja. Ich sag mal so: Wenn ihr das ein bisschen öfter spielt, werdet ihr kaum noch an den Shadow People sterben. Okay. Also ich habe jetzt. Was willst du denn damit sagen? Dass ich schon 27 Stunden in dem Spiel habe. Boah, okay, krass. Weird Flex. Also es macht halt richtig Bock, weil es halt wirklich dieses Phasmo-Ding mit diesem Mindgame verbindet. Ja. Wo spielt man das denn? Also ich meine, gibt es da immer Server? Also ist da auch genug los? Oder muss man das mit Freunden spielen? Also momentan ist es noch sehr, sehr wenig los. Also ich spiele es tatsächlich mit einer festen Gruppe. Aber hoffentlich würde es ja doch noch mehr in Zukunft. Es soll wohl auch. Aber Among Us spielt es ja auch in der festen Gruppe. Ich denke nicht, dass es bei dem Spiel auch. Also, dass dieses Spiel jetzt so sein wird, dass du mit random Leuten spielst. So, ja, mit Among Us kannst du aber auch easy mit Randoms spielen, wenn du willst, ne? Es spielen ja so viele halt. Ja, gut, also. Weiß ich nicht. Das lebt schon von der Meeting-Kultur, finde ich. So. Also, wenn du mit denen gut reden kannst, ja.
Okay, auf Steam spielen es nur 9000 Menschen, aber auf Handy spielen es, glaube ich, super viele, kann das sein? Ich glaube ja. Auf dem Handy? Ja, ja, das ist ja auch ein Mobile Game. Ernsthaft? Ja. Moment, Mask of Deception oder Among Us? Nein, Among Us. Among Us, ja, okay. Ich dachte schon gerade. Aber ja. Was zum Beispiel dem Spiel auch helfen könnte, ist, und das ist auch geplant vom Entwickler, dass es demnächst wohl ein Free Weekend gibt, wo die Leute es testen können. Ja, ist auch notwendig. Hier ist halt Hand of Blood, ne? Der Hand of Blood-Effekt kommt jetzt und dann wird das Spiel schon irgendwie seine Community finden. Nu, oder... Sagen, ist, ja. Entschuldigung? Nee, mach mal, erzähl weiter, bitte. Ich wollte eigentlich nur sagen, es ist halt wirklich ein einzelner Entwickler, der das alles selbst macht. Das, also, das wollte ich... Das ist nicht wie bei Phasmophobia mit gekauften Assets zusammengestellt, sondern das ist alles selbst gemacht. Das wollte ich auch gerade sagen, der zeigt auch Leuten immer gerne sein Spiel. Also den kann man tatsächlich für Streams, kann man sich den ausleihen und dann zeigt er das Spiel so ein bisschen. Echt? Ich könnte ja, der war ja letztes Mal auch bei uns. Der war ja auch letztens bei uns. Ach ja, im Chat. War das so? Okay. Wer? Genau. Echt? War der bei uns im Chat? Ja, ja, weil wir das erste Mal gespielt haben. Ja, ja. Hm. Als ich so gerantet habe über das Spiel. Oh nein, ja, das scheiße. He heard everything. Nein. Aber Moment, spricht er unsere Sprache? Nee, der spricht doch kein Deutsch. Nein. Aber er guckt tatsächlich trotzdem die Streams von die sein Spiel spielen. Wie heißt er denn im Chat? Adam at Reflex Stalker. Stalker Production oder sowas. Nein, er arbeitet aber auch wirklich mit der Community zusammen, was Verbesserungen angeht und so weiter. Simon, das ist cool. Simon, du bist doch ewig. Echt? Simon, du bist doch ewig schon im Business und kennst doch Gott in die Welt. Ich will selber ein Spiel mal machen. Ich will ein Konzept für ein Spiel schreiben. Ja, das ist auch mal eine Idee, oder? Ja, ich hätte auch Bock, nur sowas ist halt immer der Honor von Bonja macht das ja gerade. Das ist richtig viel Arbeit, ne? Da muss man auch ein bisschen üben und so pauken, muss man da. Also ich bin dabei, ich kann nur nix, aber ich bin ein super Maskottchen. Ja, das meine ich ja. Du bist niedlich und reicht. Ich hab ein paar Ideen auch, aber ich kann sie nicht umsetzen. Also ich wäre dafür. Lara macht die Musik. Halt Programmierer, ne? Ja? Ja. Das kann doch auch Lara machen. Die kann das doch alles machen. Ja. Genau, du machst es alles allein. Ja, überall. Der streamt es jeden Tag, wie er zum Beispiel an Bugs arbeitet, an Neuerungen. Und gleichzeitig arbeitet er auch schon, und das wird dich vielleicht freuen, Gnu, an dem nächsten Spiel mit. Das wird nämlich Welcome to the Game Online. Oh krass. Geil. Geil, geil, geil. Geil, einfach geil. Okay, geil, Leute. Supi, ich grüße da mal. Vielen, vielen Dank an euch. Ich spiele das gerne nochmal wieder, wenn einer jemanden sucht, der irgendwie dann rumläuft, verwirrt, könnt ihr mich anhauen. Oder am Mittwochabend. Wie wäre es morgen mit Sinister Night, Leute? Ich könnte ab 21 Uhr. Ja, das wäre übel cool, weil das ist echt ein geiles Game. Stimmt. Ich vermute, das ist geil. Also dann schreibe ich euch nochmal morgen an. Lara, ja, mach das doch. Ich bin noch bei dieser Gardic-Phone-Runde da. Ach, ja, ich kann auch erst ab einer... Ich sag euch noch Bescheid, weil ich kann erst ab einer bestimmten Uhrzeit. Ich habe auch noch einen Kampagnen-Stream. Oder Freitag nächste Woche. 24 Stunden. Oh ja, Freitag. Bei ja, das ist eine gute Idee. Freitag, dann lass Freitag lieber. Okay, Freitag. Ja. Da kann ich auch. Perfekt. Cool. 24 Stunden Sinn ist dafür gut. Es wird eine Freude. Freitag ist geil. Dann macht's gut, Leute. Ich mach mich raus und spiel noch was. Bis dann. Tschüss. Dann noch einen schönen Abend. Tschüss. Ach ja, okay, also jetzt erstmal wieder hier rauskommen oder reinkommen wieder hier auf den Monk-Kanal. Erstmal hallo. So, wir haben gerade eben nur eine kurze Runde gespielt, weil es war ja notwendig, dass wir das einmal richtig aufnehmen. Ich bin super unzufrieden mit meinem Skill, meiner Performance, was aber auch daran liegt, dass ich letztendlich, weil eigentlich weiß ich von dem Spiel erst gestern. Ich habe es, also das Skilligste, was ich geschafft habe, war, dieses Spiel mir zu kaufen. Und dann habe ich es natürlich mir versucht anzugucken, zu spielen. Es war aber nirgendwo ein Server offen. Das war schon mal das Dümmste dann. Weil man kann es halt nicht üben, ne? Und dann habe ich mir YouTube-Videos angeguckt. Deswegen wusste ich auch, dass der Entwickler da manchmal mitmacht, weil er eben bei diesen ein, zwei Videos dabei war und die Leute durch das Spiel geführt hat. Und wenn ich jetzt
als Resümee abgeben kann, dann, dass das auf jeden Fall ein Spiel ist, was man sich genauer angucken muss, wo man erstmal raffen muss, okay, wie sieht das Areal aus, wie ist die Architektur, wo kann ich hin, was suche ich überhaupt? Das Einzige, was ich jetzt gerafft habe, ist, es gibt diese Buchstaben, die wiederum auf das Monster hinweisen. Ich persönlich hätte es ja cooler gefunden, wenn das Buchstaben aus den jeweiligen Namen gewesen wären. Warum ich mir das gedacht habe, kann ich euch erklären. Denn am Anfang, wenn man das Spiel startet, muss man sich einen uniken Namen aussuchen, der dann auch nicht mehr verändert werden kann. Deswegen hieß ich Mon Official, weil Mon war weg, Monster war weg, all die Sachen sind natürlich schon weg. Und deswegen habe ich gedacht, dass das eine smarte Idee ist. Ich hätte es auch cool gefunden, ich hätte es richtig gefeiert, wenn die Namen aus dem jeweiligen, ne, wenn die irgendwie verteilt wären. Aber man muss ja auch wissen, welche Klasse der Geist, das Monster, was auch immer ist. Insofern, mich ärgert ein bisschen, dass ich das jetzt, wir hatten ja nur eine Stunde, dass ich das jetzt nur gerade mal so angeschnüffelt habe. Ich meine, ich weiß jetzt, dass man riechen kann und ich habe ja auch einmal sogar einen notwendigen Clou erschnüffelt, aber wie man zum Beispiel von diesen Shadow People wegkommt, das habe ich nicht gecheckt, weil ich bin eigentlich beide Male wurde ich überrascht, obwohl ich mich entfernt hatte von den Shadow People, so wie ich sie wahrgenommen habe. Man sieht sie, okay, dann rennt man weg. Und im zweiten Fall, als ich gestorben bin, da war ich ja gerade auf der Suche, da war ich ja mehr oder weniger auf dem Friedhof und habe mir gerade diese Hand, womit man eine Gruppenbesprechung auslösen kann, angeguckt und habe versucht zu raffen, wofür das ist. Und dann wurde ich von hinten gecasht. Das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich meine, scheinbar kann man an denen ja easy vorbeikommen, aber so richtig gerafft habe ich es nicht, was man machen muss, damit man von diesen Shadow People wegkommt. Ob man die hört, ob man da irgendwas, das Gekrissel oder so, was das alles bedeutet. Die ganzen Merkmale sind mir noch so ein bisschen böhmische Dörfer geblieben. Aber ich habe schon das Gefühl, beim nächsten Mal könnte es schon besser laufen. Bisher war ich auch noch nie das Monster. Ich würde auch generell gerne mal Ich muss mir einfach mal auch quasi etwas nicht streamen und dann spielen. Das ist so eine Berufskrankheit, dass man sich denkt, nee, warum, wenn ich spiele, kann ich doch auch streamen. Ja, aber dann spielst du 4 oder 5 oder 6 Mal immer dasselbe und die Leute gucken irgendwann gar nicht mehr zu. Aber beim 7. Mal hast du es dann gerafft. Und deswegen werde ich versuchen, bis Freitag schon mal ein bisschen gespielt zu haben. Ist aber gar nicht so einfach, weil man, wie gesagt, eine feste Gruppe braucht. Aber vielleicht geht es dann am Freitag besser und ein bisschen, wie nennt man es, aufgeteilter, also so, dass man die Gruppe aufteilt, ne? Dass der Killer auch sich die Leute einzeln rauspicken kann. Ich stelle mir das an sich ganz schön vor, wenn man der Killer ist oder das Monster oder wie auch immer und dann ist man auf diesem großen Hof und dann sieht man so in den Gebäuden, sieht man vielleicht da oder da überall diese Taschenlampen, da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass einem da die Pumpe geht, wenn man sich dann da rein bewegt und dann jemand messert und schnell versucht noch rauszukommen, bevor die anderen das mitkriegen. Ich bin mal sehr gespannt, ob die Henno-Nummer ein bisschen was bringt, um da die Aufmerksamkeit nach oben zu treiben. Ich habe ja auch diesen Slot, den ich habe bei Henno, genutzt und habe gestern, das habt ihr noch nicht gesehen, aber das wird kommen, habe gestern eine Stunde I'm going to die if I don't eat sushi als Speedrun aufgenommen. Hat sogar überraschend gut funktioniert. Ich hatte es ja schon einmal durchgespielt. Diesmal habe ich versucht, auf Zeit zu spielen. Und ich muss sagen, dass könnte auch dem Spiel einen ordentlichen Hype verschaffen. Der Henno ist ja nun mal ein leuchtender, wie heißt es, hier, der die Schiffe anlockt. Nee, umgekehrt, der den Schiffen sagt, Achtung, hier ist Klippe, Leuchtturm, er ist ein leuchtender Leuchtturm. Simon, du bist einfach ein Literat, wie dir die Worte so zufliegen, ist wundervoll. Und er leuchtet da, er ist eine große Leuchte. Auf jeden Fall hilft Henno halt immer dann dabei, durch die Aufmerksamkeit, die seinem Kanal nun mal zugrunde liegt, um solche Dinge zu pushen. Deswegen hoffe ich, dass zwei Dinge gepusht werden. Dieses Spiel, Mask of Deception und dann gerne auch I'm going to die if I don't eat sushi. Bin sehr gespannt, wie das ankommt. Guckt euch das gerne mal an, klickt mal ein paar Likes hoch und lasst ein paar Kommentare da, damit der Henno auch sieht, dass sich das lohnt, mich anzuhauen, damit ich ihm irgendwie über seine Krankheit hinweg helfe. Mit Humor. Da, kurze Erklärung, das ist, wir machen das gar nicht für seinen Kanal, wir schicken ihm das privat, einfach als Entertainment, dass es ihm wieder besser geht. Er guckt sich das an, kann er mal ein bisschen lachen. Ah, mir geht's schon besser. Ah, schon wieder 1 Grad weniger. Und gesund. Deswegen machen wir das, nicht etwa für seinen Kanal. Das hat keinen Ego-Grund, keinen Klick-Grund. Da geht's nur um reine Freundschaft unter Streamer. Das ist immer das Wichtigste. So.